Busfresser versus Zugfresser. Wer von den beiden wird gewinnen? Guckt dafür das Video bis zum Ende. Ihr alle habt wahrscheinlich die Geschichten des Busfressers gehört, dass er sehr, sehr stark sein soll. Und wir haben ihn hier im Battle-Simulator. Also lasst dafür mal ein Like und noch ein Abo da. Und der schießt hier einfach mal auf das Wildschwein, was dann direkt tot ist. Wir müssen natürlich gucken, bevor wir den Busfresser jetzt gegen den Zugfresser antreten lassen, wie stark ist der Busfresser und wie stark ist der Zugfresser. Oh, es geht hier los und der Busfresser nimmt hier den einmal ganz kurz den Eisbären so im Kopf, spießt da einfach wirklich alles auf und das war's auch mit dem Eisbären. Da können wir jetzt wirklich hier die größeren Tiere nehmen, also wie zum Beispiel diese Elefanten. Oh, der erste Elefant hat hier gerade eine Rakete abkassiert. Oh, aber wie sieht's aus? Wie stark wird der Busfresser sein? Ich meine, er läuft nicht so richtig schnell rum. Er ist ziemlich langsam. Aber diese Horde Elefanten hier, die wollen ihn anscheinend zerstören. Erster Elefant ist tot, zweiter jetzt auch. Und das war's mit den Elefanten. Na super. Also bisher schlägt der Busfresser sich ziemlich gut, würde ich sagen. Wie immer könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wer gewinnen wird. Der Busfresser oder der Zugfresser? Wow, Alter, hier hat er gerade einmal das Skorpion kurzerhand mit der Rakete besiegt hier. Und was mit der anderen Rakete? Die anderen beiden, die sind ja nicht mal in seine Nähe gekommen. Aber vielleicht schaffen es ja zwei Elefanten, den Zugfresser aufzuhalten. Guck mal, wie der hier performt gegen die Elefanten und wie stark der ist. Oh, der, ja, es sieht fast so aus, als hätte er wirklich Probleme. Ich meine, der Busfresser hat halt so außen so Tentakel und kann damit zuschlagen. Aber hier der Zugfresser nicht, ne? Oh, aber trotzdem hat er beide besiegt bekommen und ihr seht es ja selber, da drin ist nämlich so ein Mannequin und der steuert so nochmal so Geschütze und kann damit doch ein bisschen rumschießen. Wir nehmen hier jetzt einfach mal die Skorpion-Armee. Oh, das erste Skorpion wird aufgefuttert, zack. Oh, der ganze Zugfresser, wird er es schaffen gegen die... Wow, der versucht hier miese Techniken, ganz, ganz miese Techniken. Die ganzen Skorpione werden hier weggeschleudert. Okay, das sind auch echt ziemlich, ziemlich viele. Guck mal, das hängt da jetzt da unten drunter, das... Oh mein Gott, das hängt da und versucht da irgendwie von unten an den Zugfresser ranzugehen. Es hat hier anscheinend schon einige erwischt, das da und das hier drüben, das hängt einfach nur am Baum fest, okay. Mhm, und hier vorne, da schnappt es sich wieder ein Skorpion. Oh Gott, jetzt, er schleudert es aber rum. Er braucht aber ziemlich lange, ne, man sieht hier wirklich, dass schon einige tot sind. Oh, jetzt geht's wieder los, hier das Skorpion kommt auch noch mit dazu. Er hat aber auch schon welche gekillt, das ist, hat er schon gekillt. Das hier auch, ja, schlägt sich ziemlich gut, wir gucken ins Leben rein. Der Zugfresser ist halb tot. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, anscheinend hat doch ein Stachel ihn getroffen und er wurde vergiftet. Jetzt ist hier 1 gegen 1. Ja, der Skorpion hat halbes Leben und der Zugfresser auch. Der Zugfresser hat sogar weniger Leben als der Skorpion. Jetzt muss der Zugfresser zusehen, dass er da wirklich mal rangeht. Jetzt muss der Zugfresser da rangehen und das Skorpion killen. Los! Los! Als wenn er jetzt weniger Leben hat, als wenn er das jetzt nicht schafft. Oh mein Gott, es ist wirklich ein Rennen. Der Skorpion hat sich da jetzt so unten festgehalten. Es sieht fast so aus, als hätte das Skorpion die krasseste Position und zerstört somit den Zugfresser. Nur mal zum Vergleich, lassen wir jetzt hier die Skorpione auch nochmal gegen den Busfresser kämpfen. Oh, das war das erste Skorpion. Oh, der Busfresser, ihr seht das, der kann hier Raketen schießen und hat halt auch Tentakeln. Das war das nächste Skorpion. Und selbst hier diese Armee aus 6 Skorpionen, selbst die... Selbst die haben keine Chance. Okay, es wird auf jeden Fall gleich ein krasser Kampf werden. Busfresser gegen Choo-Choo-Charles. Ein wirklich sehr, sehr krasses Monster. Oh Gott, die Rakete geht rein. Wir gucken aufs Leben von Charles. Ja, das Ding könnte eventuell an Charles gehen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, was? Charles hat nur eine Sekunde gebraucht? Also, wenn er jetzt beim Zugfresser genauso lang braucht, dann ist es ja gleich auf, ne? Oh, wir gucken mal. Charles geht ran hier. Und ja, auch da braucht er nur eine Sekunde. Wollt ihr, dass ich mal eine Runde gegen Charles mache? Irgendein Monster gegen Charles? Aber welches Monster? Schreibt es mir in die Kommentare. Ampelkopf gegen den Zugfresser. Wir schauen hier nochmal ganz kurz rein. Wow, Ampelkopf läuft los und haut hier mal ganz kurzerhand den Zugfresser runter. Ich würde sagen, ich stelle mich da nochmal als Blockade hin. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare schreiben, Freunde, was ihr meint, wer gewinnen wird. Hey, Blockade, nein, Ampelkopf. Ampelkopf ist immer so schnell unterwegs. Wow, er zieht sich hier wieder hoch. Ich dachte gerade, es wäre vorbei, aber dann hat er sich auch immer wieder hochgezogen, aber es wurde trotzdem als vorbei gegildet. Ich würde einfach mal sagen, Best of Three, wer entscheidet jetzt hier die Runde? Wie schnell schafft es der Ampelkopf hier? Oh Gott, ich muss hier ein bisschen gegensteuern, damit die nicht direkt runterfallen. Ich will ja nur den Kampf sehen. Oh, der Zugfresser hängt ja schon wieder auf halb acht. Der hängt hier auf halb acht und Ampelkopf schmeißt ihn runter und fällt auch noch runter. Was meint ihr, wer von den beiden hat gewonnen? Zugfresser gegen Megaphone. Ui, okay, das ist auch krass. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, wie stark ist das? Ist der hier? Ah, wir gucken mal. Megaphone hat bisher noch nichts gemacht. Ja, der hat ja wirklich sehr, sehr krasse Krallen hier vorne, auch an den Füßen. Guck mal ins Leben rein, macht hier einen Body Slam. Oh, kickt den Zugfresser weg, ja. Sieht schlecht aus für ihn. Jetzt hat er sich umgedreht. Jetzt muss er sich irgendwie wieder zurückdrehen. Oh, aber Megaphone nimmt ihn hier anscheinend, dreht ihn wieder richtig rum. Schafft Zugfresser es da irgendwie ranzukommen oder sowas? Wir gucken kurz ins Leben rein. Zugfresser hat fast kein Leben mehr. Ich sehe es jetzt erst. Der Zugfresser hat fast kein Leben mehr. Es kann nur noch um einige Sekunden gehen.
Und damit ist der Zugfresser zerstört worden von Megaphone. Wird der Busfresser auch so schnell zerstört werden? Ich weiß es nicht ganz genau. Was meint ihr, wer wird vom Busfresser gegen Zugfresser überhaupt gewinnen? Ne? Der Busfresser schießt hier. Megaphone kommt angelaufen. Ich will nicht, dass Megaphone ihn runterschmeißt. Aber Megaphone nimmt ihn und schmeißt ihn ohne Probleme runter. Was? Okay, die Runde ging auch ganz klar an Megaphone. Megaphone ist krass, aber wie krass ist hier so ein Helikopter? Das erste Mal ist hier ein Helikopter im Battle-Simulator gegen den Busfresser. Boah, Alter! Was kommt da denn für Raketen angepisst? Na los, du schaffst es! Zugfresser gegen den Helikopter. Oh nein! Auch hier zerstört der Helikopter wieder den Zugfresser innerhalb von ein paar Sekunden. Wollt ihr, dass ich auch mal eine Folge mache mit dem Helikopter? Wie krass ist das denn? In der nächsten Übung gucken wir die Geschicklichkeit der Monster und das ist falsch. Du sollst nicht in die Säge reingehen. Sag mal, boah, guck mal, der wird direkt runtergekickt. Die müssen nämlich hier drüben zum Schloss kommen, denn da drin versteckt sich, glaube ich, so ein Siegerschwein. Nee, die Krone versteckt sich hier. Aber der Zugfresser hat es gar nicht geschafft. Ich meine, wenn der Busfresser jetzt genauso performt, dann ist ja alles in Ordnung. Er versucht hier auf jeden Fall erstmal die Sägen kaputt zu schießen. Ist natürlich mega, mega langsam. Aber es hätte keiner gesagt, dass jetzt... Oh, doch, oben steht ein Timer, sehe ich gerade. Doch, Zeit, so 100 Sekunden hat er noch Zeit. Ja, Busfresser, da musste man ziemlich aufs Gas drücken. Ich weiß auch nicht, wieso der so kleine Reifen hat. Auf den Beinen scheint er auf jeden Fall nicht zu laufen. Wir können aber mal schauen. Kriegt er hier dieses eine Sägeblatt zerstört? Er versucht hier halt so ein bisschen dran vorbeizukommen. Gleich denke ich mal, wird er mit seinen Tentakeln reinstechen. Ja, er macht's jetzt. Guck mal, wow, er wird reingesogen in die Säge und mal ganz kurz in 1000 Teile zersägt. Na super. Wie sieht es bei dieser Disziplin aus? Und zwar kommen hier von oben ganz, ganz viele Pfeile geschossen und der Busfresser muss versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Ihr seht das, wie die Pfeile da hinkommen. Es ist eigentlich nur simpel. Der Busfresser muss nur hier einmal rüberkommen, das nur einmal berühren und das war's. Und bisher schlägt er sich ziemlich gut. Wir gucken ins Leben rein. Auch das Leben scheint hier gut. Ja, es geht nicht stark runter, deswegen alles in Ordnung. Oben die Pfeile, die werden hier rausgeballert. Ne, guckt euch an, wirklich wie aus einem Maschinengewehr gehen die Pfeile hier runter. Ja, der Busfresser braucht, glaube ich, einen kleinen Anschwung. Ich meine, guckt euch mal seine Zähne hier oben an und guckt mal die ganzen Pfeile, die daneben fallen. Und da ist der Busfresser, guckt euch an, da einfach dieser Mund, was hat er denn da drinne? Das muss der Ort sein, wo er so Raketen abschießt. Wow! Und jetzt schießt die Rakete hier hin und... Damit hat er es geschafft. Er hat einfach den... Oh mein Gott, er ist nicht mal hingelaufen. Er hat einfach mit der die Rakete genutzt und damit das Level absolviert. Dann gucken wir doch mal, ob der Zugfresser genauso schlau ist und auch das Level so schnell absolvieren kann. Oh, hier gehen wieder einige Pfeile rein. Der Zugfresser ist wesentlich schneller als der Busfresser. Das könnte eventuell zum Vorteil kommen und er hat es direkt geschafft. Was? Okay, der Zugfresser war wesentlich schneller als der Busfresser. Der Kampf, auf den ihr alle gewartet habt, Freunde. Zugfresser gegen Busfresser. Wer wird gewinnen? Ich hoffe, ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Ich bin echt sehr gespannt. Ich glaube persönlich, dass der Busfresser das Ding hier machen wird, auch wenn er kleiner ist, ne? Aber der Zugfresser geht auch ran. Das sind ja beides Fahrzeuge. Wow! Ihr sollt nicht tanzen, ihr sollt kämpfen. Der Busfresser versucht hier gerade wirklich alles. Wir machen natürlich wie immer Best of Three, also die beste Runde von dreien. Oh, der Busfresser wurde hier gerade auf den Rücken gedreht. Hat jetzt hier gerade Probleme. Guck mal, der hat hier gerade Probleme, da auch nur ansatzweise reinzukommen. Wir schauen uns die Leben an. Beide halb tot. Gleich auf. Gleichstand. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Okay, dass beide schon gleich auf sind. Wir schauen weiter, Freunde. Wir schauen weiter. Okay, okay. Es sieht aber schlecht aus für den Busfresser gerade. Nur noch wenige Sekunden. Er versucht hier nochmal alles mit der letzten Rakete den Zugfresser aufzuhalten. Aber... Das war's mit dem Busfresser. Okay, die erste Runde ging an den Zugfresser. Neue Runde, neues Glück. Wie sieht's dieses Mal aus? Oh Gott, der Zugfresser versucht hier direkt wieder auf die Beine zu fokussieren. Oh, aber guck mal, der Busfresser schafft es hier drinnen auch, da den Mannequin da drin ordentlich Schaden zuzufügen. Dadurch müsste der, ja, dadurch hat der Zugfresser schon mehr Schaden erlitten als der Busfresser. Vielleicht geht diese Runde ja an den Busfresser. Oh, ist das so spannend, ne? Ich weiß auch nicht genau. Oh Gott, der Zugfresser performt hier gerade schlechter als der Busfresser, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Runde geht, glaube ich, eher an den Busfresser. Oh mein Gott, guckt euch das an. Das Leben geht langsam runter. Der Busfresser versucht hier alles mit den Raketen, mit den Tentakeln. Und der Zugfresser versucht hier auch wirklich alles. Hier nochmal eine Drehung, hier nochmal eine Drehung. Ja. Sieht sehr, sehr gut aus, sieht sehr, sehr gut aus. Oh, hier nochmal eine Drehung. Oh ja, nein, jetzt sieht es schlecht aus. Jetzt sieht es... Boah, was passiert? Was passiert hier? Der Busfresser versucht von oben eine Taktik, die ich nicht kenne. Und haut hier noch einmal ganz kurz die ganzen Tentakel in den Zugfresser rein. Beide liegen auf dem Rücken und müssen sich sammeln. Beide müssen sich sammeln. Der Zugfresser hat kaum noch Leben und der Busfresser auch nicht.
Wer macht hier das Rennen? Ich glaube, das Ding geht an den Busfresser. Guck dir das Leben des Zugfressers an. Jede Sekunde ist es gelaufen. Jetzt! Bam! Die letzte Rakete kommt und der Zugfresser wird zerstört. 1-1. Die letzte Entscheidungsrunde, Freunde. Was meint ihr? Wer wird hier jetzt gewinnen? Jetzt geht's um die Wurst. Ich bin sehr gespannt. Oh, der Zugfresser geht direkt ran. Wir schauen einmal ganz kurz ins Leben ran. Oh ja, der Zugfresser hat aber auch dadurch Leben verloren, ne? Er versucht hier halt immer so eine Drehtechnik, damit er sozusagen den Busfresser irgendwie drehen kann oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich die nochmal machen würde. In der ersten Runde kann die von mir aus funktioniert haben, aber eben anscheinend noch nicht. Also der Busfresser, obwohl der so klein ist, scheint stark zu sein. Okay, komm, wir lassen die mal kurz ein bisschen kämpfen. Wir gehen hier ins Leben rein. Was? Der Busfresser hat noch null Leben verloren und der Zugfresser ist schon halb tot? Das könnte sein, dass das hier das Ding ist für den Busfresser, wie ich es am Anfang gecallt habe. Aber es ist noch nichts entschieden. Es ist noch nichts entschieden. Der Zugfresser könnte jetzt auch den Busfresser einmal ganz kurz über die Plattform wegwerfen. Und dann war es das. Hat der Zugfresser hier auch gewonnen mit nur noch ein bisschen Leben. Aber guckt euch an, wie verbissen der Busfresser ist. Guckt euch an, wie verbissen der ist. Jede Sekunde war es das. Jede Sekunde. Oh, wobei. Jetzt wird hier geschoben. Jede Sekunde war es das für den Zugfresser. Bam. Komm schon, letzte Rakete. Und das war es für den Zugfresser. Der Busfresser hat mit so viel Leben noch gewonnen. Freunde, hättet ihr das gedacht? Ich muss sagen, ich habe es irgendwie gedacht. Aber dass es doch so krass ist, hätte ich auch nicht gedacht. Freunde, ich würde sagen, das wird mit der heutigen Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat beim Zuschauen, lasst mir gerne ein Like und noch ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, welche Monster euch als nächstes gegeneinander kämpfen lassen soll. Tut mir nicht mal, check gerne als von einmal Videos aus. Morgen im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.